blöd ist, man hat hier überhaupt keinen Platz zum Umrennen. Nichts oder nichts haben. Kommt ja nicht zu sprinten. Ja. Guck mal an die Bugspitze. Guck mal wegen Untiefen. Noch ein Bär, der das macht. Der spricht so gut mit uns. Was ihn ja nicht gefragt. Ich will keinen Quatsch machen, wenn ich aufsteige oder so. Ja, ich bin. Der Segel oben hängt einfach nur übers Krähennest. Einfacher nicht. Und schwerere Powerstone Islands haben. Das ist doch die Frage. Ja, ist bei den D12 nicht schwerer. Also da, wo ich mit Cartwright letztes Mal an der Powerstone 3, weil ich glaube, die können wir erstmal vergessen. Außer man probiert übers Gebirge rein zu kommen. Weiß man, auf welchen Powerstones die Jungbrunnen sind? Nein. Nicht mit Sicherheit. Eventuell auch auf. Wie gesagt, da wo ich mit Cartwright den Tag rumgekruzt bin, das halt auch als Video, da waren die Felsen halt sehr wenig besiedelt. Vielleicht kommt man darin. Wofür hat man sonst den ganzen Quark hier, die Steigachse und sowas? Wenn da. Wo ist das der Powerstone selbst auch gemacht? Ist die Frage jetzt, ob sich der Jungbrunnen bewindet. Also das eine war Video, was ich ja an Gott hab, da wimmelt's nur so von Oinks drin und anderen Kriegszeug. Ah, okay. Ja, schon davor in den Höhlen irgendwie. Voll mit Oinks verseucht. Blöde Frage, was soll ein Oinks sein? Fledermaus, wie sehr auf Ark. Ich noch an die ersten auf. Vorher in die Lava-Höhle zu Fuß erinnern, bevor wir die Bionics genommen haben. War eine ganz schöne Katastrophe gewesen. Ein paar Schätze könnten wir holen, dann könnte ich noch Level aufsteigen, ein paar. Oh. In dem Fehler.